Das Ende von 70 Minuten Laufen durch Dreck, Schlamm und Wasser, über Holzbalken, unter Drahtgittern und durch Gummireifen. 14 Damen der DPOLG Oberbayern sind beim Muddy Angel Run in München-Oberschleißheim an den Start gegangen. 14 Damen sind auch ins Ziel gekommen. Eine tolle Leistung. Es war total lustig, es war wahnsinnig nass und natürlich sehr, sehr viel Schlamm auf dem Weg. Aber ich glaube, wir haben einen riesengroßen Spaß gehabt, oder Mädels? Ja! Ja! Etwa 2 Stunden vorher war dem Team der DPOLG aus dem südlichen Oberbayern nicht ganz so bewusst, auf was es sich da eingelassen hat. Aber immerhin ging es um einen guten Zweck, die Unterstützung der Brustkrebsforschung. Angeführt wurde das Team von der Beauftragten für Frauen und Familie der DPOLG Bayern, Birgit Manghofer, die durchaus auch in ihrem Bereich mit diesem Thema konfrontiert wird. Es kommt vor, natürlich auch unsere Kolleginnen und auch Kollegen natürlich, jetzt vielleicht nicht gerade der Brustkrebs, aber generell Krebserkrankungen sind auch bei der Polizei keine Seltenheit. Und auch Kolleginnen, ebenfalls auch aus Oberbayern Süd, sind in der Vergangenheit leider schwer daran erkrankt. Und ja, wir werden mit Sicherheit hin und wieder damit auch konfrontiert und werden um Unterstützung und Hilfe gebeten. Um kurz vor 11 Uhr ging es dann zum Start mit einer mulmigen Vorfreude. 5 Kilometer mit zahlreichen Hindernissen lagen vor den Damen. Aus komplett Oberbayern Süd, von der APS in Mühldorf, der PI Holzkirchen, der GPI in Raubling. Dann haben wir noch die KPI Rosenheim und die KPI in Weilheim mit dabei. Die GPS Kreut ist ebenfalls eine Kollegin mit dabei. Und dann haben wir noch eine Kollegin, die kommt aus dem PIPI Niederbayern. Die ist für eine unserer Kolleginnen eingesprungen, die sich leider schwer verletzt hat. Nach rund 70 Minuten waren die 14 DPOLG-Damen im Ziel, schmutzig, aber glücklich, und die extra angeschafften Trikots waren auch danach noch schön rosa. Die haben wir ein bisschen selber kreiert und da möchte ich jetzt an der Stelle noch ein herzliches Dankeschön an unseren Sponsor DBB Bank ausrichten. Herzlichen Dank für die wunderbaren T-Shirts und natürlich auch an das Sporthaus Glohaus aus Traunstein, der den Druck gemacht hat. Und eines natürlich auch noch mit angewendet. Wir treten natürlich auch für unsere Stiftung auf, weil auch Helfer brauchen Hilfe. Und genau unter diesem Motto sind wir heute in anderer Mission unterwegs und das nächste Mal wieder für unsere Stiftung. Und eines steht schon fest, im nächsten Jahr geht's wieder an den Start.